Ja, recht schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es jetzt endlich los mit dem praktischen Test mit der MiG 200D3. Das erste Video, das Unboxing-Video, habe ich ja erklärt, was die Maschine so für Funktionen hat. Und heute wollen wir halt testen, was sie tatsächlich auch schweißen kann. Wir starten heute mit Dünnblech, weil Dünnblech ist das, was die meisten Leute interessiert. Und ja, 0,7er Blech habe ich und verschweißen werden wir es mit einem 0,8er SG2 Draht, also Vollmaterialdraht, kein Fülldraht, und verschweißen werden wir es mit 82% Argon und 18% CO2. Okay, dann schalten wir die Maschine mal ein. So, hier wie gesagt unsere Amperezahl, hier unten unsere Voltzahl. Ich habe jetzt mal eingestellt, ziemlich niedrig, 70 Ampere und 17 Volt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir damit 0,7er Bleche aneinander heften können. So, also Messschieber auf 0 und ja, 0,7, 0,71, 0,7, also 0,7er Blech. Das werde ich jetzt versuchen so anzuheften. Wir werden natürlich noch ein paar andere Nahtoptionen machen, aber jetzt zum ersten Mal hier diese spätere Option zur Kehlnaht heften. So, wie gesagt, heften tun wir jetzt mit 70 Ampere und 17 Volt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das so verhält. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Sehr schöne Hefter. Draht kommt schön. Also in der Position gar kein Problem. Ich will jetzt gerade mal gucken, wenn wir noch ein bisschen niedriger gehen. Ich gehe jetzt mal auf 50 Ampere. Geht auch. Zwar nicht mehr so schön. Ich muss noch ein bisschen mit der Voltzahl runtergehen. So. Ja. Sehr schön. Also das klappt auch. Also das wäre so, denke ich mal, das Minimum an Strom, was man ordentlich verschweißen kann. 50 Ampere, 16 Volt. Und ja, für die Anfänger, die noch nicht Bescheid wissen, ist, desto weniger Volt ich habe, umso kürzer ist mein Lichtbogen und umso einfacher kann ich dünne Bleche heften. Je höher ich mit der Voltzahl gehe, umso mehr Energie bringe ich rein und umso schwieriger wird es, einen Hefter zu machen, ohne ein Loch zu machen. Also wenn ihr merkt, oh, ich habe ein Loch, dann geht ihr ein bisschen mit der Voltzahl runter. Oder generell erstmal sowieso mit der Stromstärke weiter runter und dann könnt ihr das noch prima mit der Voltzahl regulieren. Also weniger Volt, weniger Energie, mehr Volt, mehr Energie. Okay, genauso verhält sich das natürlich auch mit den Spritzern. Wenn ihr viele Spritzer habt und wollt weniger haben, dann müsst ihr mit dem Volt ein bisschen hochgehen. Okay, Freibrand. Da sieht man es. Freibrand ist auch kein Thema. Also kommt immer schön hier so 6, 7, 8 mm kommt der Draht raus, brennt bis dahin zurück. Also das klappt auch super. Gut, dann würde ich mal sagen, heften wir jetzt mal habe ich hier noch ein Blech rumliegen, ja, das Blech mal so dran, das ist ja auch immer interessant, wo man so ein bisschen Luft hat und so, wenn man so irgendwas
karosseriemäßiges formen will, wie sich das so verhält. Dann gehe ich aber jetzt wieder ein bisschen mit dem Strom hoch. Ich gehe mal auf 60 Ampere und meine 17 Volt. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Ja, auch hier gar kein Problem. Maschine schweißt echt super. Ja, nicht ein einziges Loch. Eigentlich perfekt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da auch eine Kehlnaht hinkriegen bei dem dünnen Werk hier. Also heften, wunderbar, geht richtig zügig. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit dem Schweißen auch klappt, ohne dass wir was kaputt machen. Ja, man muss schon relativ schnell ziehen, das ist klar. Aber wenn man das macht, kommt doch ein relativ schönes Nähtchen dabei raus. Auch bei 0,7. Also, wunderbar. Also ich bin echt begeistert. Bis jetzt ist die Maschine richtig gut. Okay, dann würde ich jetzt sagen, schweißen wir mal ein bisschen was Dickeres. Das ist ja auch mal interessant, ob es da Probleme gibt oder ob das auch gut klappt. So, jetzt habe ich hier so ein verzündetes Stück Flachstahl. Eingestellt habe ich 140 Ampere, 23 Volt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das sich verschweißen lässt. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen besser einstellen. Muss ich mal noch ein bisschen üben, aber hat geklappt. Wunderbar. Können wir gleich mal die Rückseite noch probieren. Noch ein bisschen das feiner zu tunen. So, nun habe ich 155 Ampere und 21 Volt mal eingestellt. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ah, die Naht, die sieht schon besser aus. Also man sieht, das ist immer so ein kleines Einstellungsthema. Aber es schweißt auch dickes Material. Sehr schön. Ja, kommen wir schon zum Fazit. Also Max-Schweißen im Dünnblechbereich oder auch etwas dickere Materialien wie Flachstähle, Vierkantrohre und so weiter und so fort ist für diese Maschine überhaupt gar kein Thema. Maschine spricht gut an, das heißt, Hefter kann man machen, zack, 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 zack. Also ich kam da relativ schnell mit klar. Hier die Einstellung vom Draht oder die Volteinstellung hier über diesen Regler geht auch wunderbar. Also kann man sehr schnell alles sich so einstellen, wie man es möchte. Also das ist auf jeden Fall definitiv eine Alternative zur Parkside. Und jetzt gucken wir mal, was noch mit Wick und mit Elektrode ist mit diesem Gerät. Und dann, ja, vielleicht können wir dann noch ein paar Sachen bauen. Und das schweißen wir dann alles mit der Maschine hier noch. Aber ich bin echt angenehm überrascht. Sie ist echt nicht schlecht. Okay, das war's dann schon. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt oder was zu bemängeln habt.
Und ja, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.